Hallo. Hä? Juniper? Hey, du freches Juniper. Du kannst doch nicht immer Video patzen. Juniper. Also. Na komm her. Wir bauen heute einmal das Puzzle. Es ist zwar total aus der Reihe und nicht irgendwas, was ich mal suchen wollte, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche noch irgendeinen Lückenfüller, weil ich momentan nichts Ernsthaftes angreifen will. Und eigentlich würde ich schon eins von meinen Bastelvideos machen. Ich habe jetzt ganz dringend das Gefühl, ich brauche jetzt wieder irgendwas zum Basteln. Aber es ist halt so, es hat die wahnsinnig viel Zeit, deswegen heute das aber in Grenzen, was ich denn gern möchte. Machen wir das einmal auf. Aha. Andrea der Ältere, Primavera. Also ich habe da ein zweites von dem Künstler. Interessant. Das komische, der Zaubergarten vom Zauberer oder so. War auch von dem. Es ist ein 1996er, das heißt sehr alt. Ludwig Anger, der Ältere, ja, das ist wirklich der Künstler, der mir anscheinend gut gefällt, deswegen. Na, aber das ist klar, doch, das ist ein voller Stalin, okay. Also, wenn es wer lesen will, kann das gerne lesen. Also ich würde das hier abhalten, dann muss das, wenn es ein bisschen stinkt, am Anfang. So. Das tun wir mal ein bisschen. Hin und wieder waren die Kassel auch so. Und so finde ich so ein Katalog, also so ein kleiner Werbekatalog mit dem. Was jetzt in der Zeit produziert haben, das finde ich für super, aber es ist Kopfsattel. Ich glaube, ich muss mir den mal raus da, aber ich habe die meisten den Puzzle drin lassen, die drin waren. So, kommen wir mal ein bisschen. Ja. Natürlich ist es wieder ein Puzzle, wo man gut auszuziehen hat. Irgendwie habe ich es aber echt nicht mit sortieren, das passiert mir nicht. Es ist noch zu früh zum Gefühl, aber obwohl ich 10.000 Gedanken im Kopf hätte und am liebsten hätte ich da die nächsten Projekte in der nächsten Zeit gemacht, damit ich meine Gedanken ordnen kann, dass ich weiß, dass ich jetzt gescheit was ich mache. Ich habe immer irgendwie damit gerechnet, dass irgendjemand mal sowieso Kommentare kriegt und dann werde ich mir noch Kommentare passen oder Bastelprojekte machen oder sowas. Vorher habe ich immer wieder ein bisschen was Häkeltechnisches eingefügt, weil man gedacht hat, naja, okay, das schaut so aus, als würde das auch gut gehen. Oder da habe ich zumindest mal ein Like gekriegt drauf. Ein Like. Ja, die Sachen nur von mir machen ist jetzt immer so schwierig, weil sie hier sitzen und höckern und ich hab mal für meine Häkelbibliothek, wenn man das so nennen kann, schon gesagt, dass ich eigentlich ganz viel fertige Häkeldeckel hätte. Das heißt wahnsinnig viel, wirklich viel. Und die braucht ihr eigentlich nicht. Das heißt, wenn ich es mache, dann ist es immer so, bringe ich das zusammen, wie schaut das aus, was ich mache, welche Farben habe ich noch und ich würde jetzt gerne wieder mal häkeln. Meine Mama hat mal gesagt, also die möchte so gern so Stickbilder haben und dass ich es nicht gescheit machen kann, schafft es mir das aber auch. Das heißt wahrscheinlich hat es ein Wort, dass sie zum Geburtstag nicht macht. Das wird wahrscheinlich bis Weihnachten warten. Da hat es mir ein Heft gegeben mit Elfen drauf, die kein gestickt, also ich tue Kreuzsticken ganz gern. Da muss man aber zuerst einmal vorbereiten, das Stoff vorbereiten, schauen.
welche Farben benutze, dann muss man die Farbendinger zusammen da. Ich habe zwar wahnsinnig viele Farben, aber meistens nie die Originalen, die da draufstehen. Natürlich konnte man neue kaufen, aber es ist eben so. Du schaffst es meistens mit dem, was du daheim hast, auch, obwohl es manchmal nicht so ideal ist. Bei einer von den ersten Elfen habe ich einen sehr großen roten Hautton benutzt. Das schaut schrecklich bloß aus, nicht Hautfarben. Natürlich für eine Elfe denkt man sich, na ja, ich kann ja die Farbe aussuchen, ich kann sie auch blau machen, weil die Hautfarbe blau möchte. Aber es ist halt, das Original schaut halt einfach anders hautfarbener aus und da hat man das Gefühl, naja, eigentlich habe ich das jetzt nicht so schick gemacht. Und jedes Mal, wenn man es sieht, weil so hat es ja auch gekriegt, das sind schöne Rahmen, dann habe ich das Gefühl, Gott, ich hätte, wenn ich da in eine neue Hautfarbe investiert hätte, dann hätte ich es viel schöner machen können. So, das ist aber so diese Ansprüche an einem selber. Ihr stört es nicht, also ihr gefallen es mir immer noch wahnsinnig gut. Und jetzt habe ich neue Elfen gekriegt, jetzt muss ich halt. Aber ganz ehrlich, Sticken wird mir schon Spaß machen. Aber das Konzept machen drumherum, das heißt, da muss man wirklich die Farben aussuchen, muss die Farbenkomposition abgleichen, damit die auch zusammenpassen. Muss eben, wie gesagt, am Stoff mal schauen, was brauche ich für einen Stoff, wie groß muss es sein, muss ausrechnen, wo ich anfange, damit das mittig ist. Das heißt, du musst viel zählen und ab und zu so Hilfslinien einzählen. Es ist langweilig, ganz ehrlich. Es ist so, die Vorbereitungen dauern einfach so ähnlich wie es mir nicht gefreut, das Puzzleteile auflegen. Ich meine, es ist notwendig, sonst kannst du nicht bauen. Und natürlich war es auch notwendig, dass ich aussortiere, weil es gescheiter war. Aber das gefällt mir halt einfach nicht. Beim Puzzle ist nur, da ist die Arbeit, die 90% Arbeit. 99% sind Puzzle bauen und naja, nein, stimmt auch nicht. Da sind sicher nur dieses Puzzle-Management an oder dazwischen, weil beim letzten habe ich es auch gemerkt, das habe ich dann gar nicht mehr dazu gesagt, aber es war sehr anstrengend, die Teile so zu legen, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich gehe weiter. Weil das Aussortieren, die waren wirklich sehr variantenreich. Ich habe kaum normale Teile gehabt und dann, wie ich es aussortiert habe, dann habe ich ständig überlegt, wo ist denn der Scheiß überhaupt? Und das hat mir sehr viel Zeit gekostet. Sehr viel Zeit und Geduld eigentlich auch, weil ich habe es gar nicht gescheit geschafft. Ständig habe ich die Teile nach links, nach rechts verschoben, aussortiert, die nicht gescheit aussortiert, weil es irgendwie zu viel waren oder zu wenig waren. Ich nehme die auch noch mit. Um jetzt die Schwarzen auszusortieren, weil die brauche ich am Schluss, die werden am schwierigen sein. Und die Randteile sortiere ich mal aus, weil die kommen dann, wenn ich es brauche. Bis dahin. Die kann ich mir dann eh brauchen, weil die baue ich auch noch nicht. Vielleicht tue ich da die blauen noch ein bisschen weg. Aber dann habe ich weniger Teile und ich bringe es auf. Und ich krieg's aufgeklickt sozusagen. Ich werde aber nicht alle zusammen sortieren, weil der Rest ist eh wahrscheinlich zum Backen gar nicht schwer. Es geht mir nur darum, dass die schwarzen Teile ein bisschen weg sind, weil die stören in der Bauerei sowieso die ganze Zeit noch. Und da sieht man auch wieder, das ist genau wie der Zaubergarten, wo der. Es schaut irrsinnig schön aus, aber es hat sehr viel dunkler Sturm. Grundsätzlich stört es mir nicht. Ich meine, ich bin sehr gewohnt, große Bereiche mal so zu bauen. Ich meine, das wird jetzt so groß, aber ich nicht glaube, dass das ist, aber es stört mich nicht, sagen wir so. Sein. Manche kennen ja, weiß nicht, wie Puzzle-Bilder sind, das ist ein Punkt, so eine Wortmix-Sache, aber das ist ja Schwachsinn. Ich muss auch immer wieder mal was bauen. Also die Vorbereitungszeit und die Sortierzeit und die Sachen, die ist einfach strukturell rum und umgehen musst, damit du gut bauen kannst, das sind halt die Sachen, die ich weniger gern tue.
Und wenn ich mich nicht aufraffe, am Anfang die Sortierarbeit zu machen, dann kann ich ja nicht bauen. Ist eh klar. Beim Puzzle ist nur so, okay, ja, da dauert es auch nicht so lang. Ich habe sowieso am Anfang des Videos gezeigt, weil ich quatsch und dann habe ich wieder eine Viertelstunde, die ich wegschneide, weil es jetzt viel ist. Die Videos, wo ich am Anfang sage, so und jetzt wird schneller und husch, das sind die, die am schönen, die eigentlich am schönen funktionieren. Da brauche ich am Anfang nicht so viel Bearbeitungszeit, nicht überlegen, muss ich das jetzt ausschneiden oder nicht. Ja. Natürlich haben wir dazwischen Strategien und ja, was ich mir so denke, was ich über Puzzles und nicht über Puzzles und über das Leben und ob ich Zeit habe oder nicht. Ob ich mal andere Projekte kann ich oder nicht. In Wahrheit passt das zwar schon bei einem, aber meine Gedanken entwickeln sich meistens mit dem Pikachu, weil es ist fast, ich rede zwar mit euch, aber es ist fast wie Selbstgespräch. Und denkt dann darüber nach, dazu Anekdoten, wo ich mir denke, das könnte andere Leute vielleicht auch interessieren oder die muss ich mir jetzt wieder meinen Kopf holen. Nee, da bin ich zu günstig. Ich werde mir überlegen, wie ich das mache mit den Ankündigungen und den Möglichkeiten zum Ding, weil ich sowieso keine Dinge, aber dann kann ich zumindest im Video meine Gedanken so weit sortieren, dass ich einen Plan habe. Ob euch der jetzt gefällt oder nicht, das sagt es mir ja nicht, deswegen mache ich es dann trotzdem einfach so, wie man es gedacht hat. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, störe ich euch nicht länger, ich quassel vielleicht noch ein bisschen, aber das mache ich noch für mich. Es macht jetzt. Ah. Zim! Und ich habe wieder zur Arbeit. Thank you.
Thank you.
Ich habe nicht gesehen, dass ich den Mond sage. So. Ach, ich lasse einfach so. Oder dran, was wir machen. Zum allerletzten Mal. Resümee. Ganz kurz, ich mach's ganz kurz, weil ich quatsch sowieso wieder zu viel. Aber das mag man schauen. Ja. Wahrscheinlich sollte ich es umdrehen. Ja, 1,5 Stunden. Ungefähr das habe ich mir gedacht, brauche ich noch. Aber wahrscheinlich habe ich sogar 2 Stunden gebraucht für das ganze Schwarz rundherum. Ich bin jetzt ein paar Mal, eigentlich freut es mich nicht, eigentlich will ich nicht, eigentlich habe ich keine Lust zu diesem ganzen Schwarzbahn. Und habe echt, ich weiß nicht, 2, 3 Tage habe ich wieder verschoben oder keine Zeit gehabt zum Puzzlebauen und deswegen ist es erst jetzt fertig geworden. Heute ist Mittwoch. Ach Gott, wie die Zeit vergeht. Am Wochenende habe ich, glaube ich, auch angefangen, dem zu arbeiten. Der erste Teil ist recht gut gegangen und der Rest ist, also das Ganze, das Dunkle. Ich habe das jetzt wirklich, also ich kann sagen, 2, 2,5 Stunden rein Bauzeit nur für das Rundrum. Wahrscheinlich ist das doppelt so lang gewesen, das Schwarz, wie das andere. Gut, dass man es am Video nicht wirklich besonders sieht. Also das ist jetzt da als Starlight, wenn jetzt das Licht austrage, dann wird es eigentlich leichten, aber dadurch, dass das so schlechte Qualität hat nicht schlechte Qualität, einfach weil es so alt ist. Deswegen ist jetzt wieder umdrehen, weil es schaut andersrum schöner aus. Obwohl, rechts, links, links, rechts. So dort stehen. Naja, und sonst. Ja, aber das hat einen guten Schnitt gehabt. Die Teile waren recht verdaut. Ich habe ganz schön viel von die Sonderteile gehabt. Ja, es ist halt einfach alt und deswegen drück, aber das ist wieder krümelig, also man so wahnsinnig gut halten tut es nicht, aber es ist, halt fast besser zusammen als für anderen und wenn man da schaut, das bewegt sich kaum. Das heißt, eigentlich ist das da recht gut, muss ich sagen, echt gute Qualität. Also, das ist aber, ich weiß nicht warum, ein paar sind so und ein paar sind so. Ich werde jetzt noch versuchen, das Ganze mit Nachtbeleuchtung ein bisschen Video aufzunehmen, aber ich muss mal schauen, ob das geht. Ansonsten sind wir fertig. Sehr gut, dann schauen wir mal, ob es geht. Ja. Da sieht man den lila Anteil. Das ist so der. Da sind die Spitzen von dem Ding. Und da unten ist der dann nochmal. Da ist auch noch ein ganz starker lila Anteil. Ja, genau. Also wenn ich es anleuchte, dann sieht man es. Da muss man mal versuchen, so drüber gleiten zu lassen. Aber das ist auch. Ganz interessant ist da, dass da mal und da sind die Schlösser, wenn man ganz fest drauf geht. Die grünen Teile sind immer die, die im Schienen nur leuchten. Gell? Die blauen Teile leuchten nicht gut oder sehr wenig. Ja, genau. Das ist doch. Ja, dann würde ich mal sagen, Starlight off, happy hop allerseits und tschüss, bis zum nächsten Video. Leuchten, leucht, leucht, leucht.